wir haben hier den Meister der Diebe gefunden und jetzt werden wir uns ein bisschen mit ihm unterhalten. Mein Name ist D'Artagnan und ich bin der beste Fechter der Welt. En garde! Wäre das nicht beeindruckender, wenn du wenigstens einen Degen hättest? Der würde mir auch nicht helfen. In Wahrheit ist mein Name Wilbur Wetterquarz. Ich bin ein mächtiger Magier. Bald. Ich habe gesehen, wie sie dem Krämer draußen entkommen sind. Das war sehr beeindruckend. Danke. Ich glaube allerdings, der Krämer sieht das anders. Mir kamen sie vor wie ein echter Held. Dabei sind sie nichts weiter als ein Dieb. Das ist unbestreitbar. Ich habe den Krämer bestohlen, schon viele Male. Und ich werde es wieder tun. Warum tun sie das? Warum stehlen sie? Vielleicht bin ich einfach raffgierig. Sieh dich um. Ich liebe den Luxus. Das glaube ich nicht. Wenn ich dir sage, dass ich für meine Familie und meine Freunde sorgen muss, dass für uns Ratten nicht genug Nahrung übrig ist, seit die Bewohner geflohen sind, würde das etwas ändern? Nein, dann wäre ich immer noch ein Dieb. Aber ein sympathischerer. Aber müssen Sie denn stehlen? Können Sie nicht irgendwie anders an Nahrung kommen? Wie denn? Sollen wir hier unten Getreide anbauen und dann Brot backen? Wir sind Ratten. Wir haben nicht mal vernünftige Daumen. Ihr könntet raus aus der Stadt. Im Wald und auf den Feldern wächst genug Essbares. Ich würde ja gehen, aber wie soll ich die anderen dorthin bringen? Einige sind so schwach, dass sie schon auf allen Vieren laufen. Ich kann niemanden zurücklassen. Ich habe einen Auftrag vom Krämer bekommen. Ich soll sie unschädlich machen. Ja? Was gibt dir der alte Geizkragen dafür? Nun, ich darf mir dafür 3 Sachen aus seinem Angebot aussuchen. Das heißt, du jagst mich aus persönlicher Gewinnsucht? Du bist ein Kopfgeldjäger, Wilbur Wetterquarz. Nein, nein. Ich bin auf wichtiger Mission unterwegs. Und dafür brauche ich Hilfe vom Krämer. Du solltest dir deine Freunde besser auswählen, Wilbur. Ich werde mich zumindest nicht gefangen nehmen lassen, nur damit der Krämer seine Rache hat. Aber ich muss dem Krämer ihre Maske bringen. Ohne die Maske wird er mir nicht helfen. Und dann werde ich nicht in der Zaubererschule aufgenommen. Und dann werde ich kein mächtiger Magier. Und dann kann ich nicht zum Erzmagier. Und dann kann ich ihm den Ring nicht geben und habe versagt. Ziemlich kompliziert, oder? Sie müssten mal meinen Questlog sehen. Auf jeden Fall soll ich sie ausschalten und dem Krämer ihre Maske geben. Willst du mich denn töten? Nein. Könntest du mich denn töten? Nein. Wohl auch nicht. Dann solltest du dir etwas anderes einfallen lassen. Gib mir doch einfach deine Maske. Aber wenn ich euch genug Nahrung besorge, sodass ihr euch einmal richtig satt essen könnt, könntet ihr dann nicht alle die Stadt verlassen? Sicher, aber wo willst du so viel Essen finden? Willst du es stehlen? Ist es denn Diebstahl, wenn man für eine hungernde Rattenfamilie etwas Brot nimmt? Ja, allerdings würden wir dir das niemals vergessen. Wir Ratten können helfen, weißt du? Wie könnt ihr mir helfen? Wenn du Zauberer werden willst, hast du noch eine Menge Arbeit vor dir. Und du würdest dich wundern, was man hier in der Kanalisation alles finden kann. Wir können dir vieles besorgen, was du sonst nirgendwo findest. Würdet ihr das tun? Na klar, das ist der Deal. Du besorgst uns etwas Essbares, nicht zu knapp. Und dafür helfen wir dir, Magier zu werden. Ich bräuchte aber trotzdem noch Ihre Maske. Na gut, wenn es sein muss, werde ich dir auch meine Maske geben. Aber erstmal musst du uns die versprochene Nahrung bringen. Kein Problem, hoffe ich. Hoffe ich auch. Wer außer Ihnen lebt denn sonst noch hier unten? Oh, jede Menge interessanter Leute. Meine Familie und auch die anderen übrig gebliebenen Rattenfamilien natürlich. Erst kürzlich ist Onkel Alfredo zu uns gestoßen. Er hatte vorher ein gutes Leben in einer Zwergenbastion. Doch dann ist ein wild gewordener Roboter auf ihn losgegangen. Ups. Oh, wie schrecklich. Der Arme wacht immer noch schreiend aus dem Schlaf auf. Hm? Außer uns Ratten gibt es noch einige Schleimmonster, Riesenspinnen und ein paar Skelette und den ganzen Kram, den junge Abenteurer in der Kanalisation erwarten. Kommen viele Leute hier runter zu Ihnen? In letzter Zeit nicht mehr. Früher, als oben in der Stadt noch etwas los war, da kamen ständig irgendwelche Abenteurer mit den seltsamsten Aufgaben hier runter. Es war fast, als stünde oben jemand, der die Neuankömmlinge reihenweise nach unten in die Kanalisation geschickt hat.
Verrückt. Ich muss mal wieder raus an die frische Luft. Willst du einen neuen Schlachtplan entwerfen? Naja, ihr wollt doch an euer Essen kommen. Hier gibt's nichts mehr, oder? Wir Gnome leben zwar auch unter der Erde, aber das hier wäre nichts für mich. Irgendwo da hinten werden die anderen Ratten sein. Einsam und hungrig. Der hat aber übrigens auch komische Füße. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Das ist ekliger Kanalschleim. Und als Krönung ist er noch mit Schimmel überzogen. Hoffentlich werde ich nie gezwungen, den anzufassen. War ja klar. Also, allein schon, dass er das gesagt hat. Das sind eklige Dinger. Den werde ich mich auf keine drei Schritte nähern. So, wir sind fertig. Ja, sind wir. Tschö, Ratte. Dann gehen wir doch einmal hoch und mal sehen, ob uns der Vogel irgendwie weiterhelfen kann. Na, wahrscheinlich nicht. Aber das Sandwich könnte uns helfen. Das Sandwich wäre genau richtig für die Ratten. Aber ich kann es nicht einfach aus der Tasche nehmen. Herr Schildträger würde es bemerken. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Herr Unterberg. Was wollen Sie? Herr Schildträger, würden Sie mir vielleicht ein wenig von Ihrem Riesensandwich abgeben? Nee. Ganz sicher nicht? Warum sollte ich? Der Tag ist noch lang. Und ich will auch in meiner nächsten Pause noch etwas zu futtern haben. Und wie wäre es, wenn wir um das Sandwich in einem spannenden Spiel gegeneinander antreten? Was für ein Spiel? Sie nennen mir eine Zahl zwischen 1 und 100 und wenn Sie daneben liegen, bekomme ich das Sandwich. Und was bekomme ich, wenn ich richtig liege? Vielleicht 2 Sandwiches oder 3? Nee, so viel Hunger habe ich nicht. Und ehrlich gesagt finde ich auch dein Spiel ziemlich blöde. Dann schlagen Sie doch ein besseres vor. Da gibt es nur eins. Ein Duell. Auf Leben und Tod. Was? Es ist ja nur ein Sandwich. Ein Kartenspiel? Natürlich. Was dachtest du denn? Und wenn ich gewinne, bekomme ich das Sandwich? Klar, warum nicht? Ich habe noch nie verloren. Ich bin der ungeschlagene Seefels-Champion aller Klassen und aller Zeiten. Wie funktioniert dieses Spiel? Du kennst Master of Dragonslayers Defender nicht? Nicht so richtig. Na gut, ich zeig's dir. Oh je. Wir haben beide einen Haufen Karten. Aus deinem Haufen wählst du dir 10 Karten aus. Das ist dein Deck. Dabei ist zu beachten, dass du 3 rote, 4 gelbe und 2 grüne... Außer natürlich, du hast eine Spezialisierung auf Stangenwaffen und du... Aber nur, wenn deine Magie lichtbasiert ist. Bei Feuermagie oder Erdmagie ist... Und das sind in etwa die Grundlagen. Alles verstanden? Schon, aber es scheint, als hätte man überhaupt keine Chance zu gewinnen, wenn man nicht sehr gute Karten hat. Das ist kein Problem. Ich habe sehr gute. Also, wollen wir eine Partie spielen? Also schön, spielen wir eine Runde. Aber ich habe keine Karten. Ich weiß. Ich leihe dir welche. Na toll. Natürlich kann ich dir unmöglich gute Karten geben. Die sind viel zu wertvoll. Ich befürchte, du musst dich mit weniger guten Karten zufrieden geben. Also gut, los geht's. Ich sehe hier nicht die Möglichkeit zu gewinnen. Booyah! Ich bin der ungeschlagene Champion! Und vollkommen ja! Fair. Ja! Ich könnte ihn schlagen. Es liegt an meinen Karten. Mit denen habe ich keine Chance. Laut Meister Markus habe ich durchaus das Zeug dazu, ein Diplom-Magier zu werden. Markus unterrichtet wieder? Ja, und er will mich als Schüler. Das kann ich mir vorstellen. Und was will er dafür? Ich muss nur einen Zauberstab und eine Magierrobe mitbringen. Und sonst? Naja, und ein Haufen Gold. Da haben wir's. Er will dich doch nur ausnehmen. Glaub mir,
Du kannst kein Diplom-Magier werden. Wirf dein Geld nicht zum Fenster raus. Sie werden es schon sehen. Eben. Ich glaube, Sie gewinnen nur gegen mich, weil Ihre Karten viel besser sind als meine. Warum leihen Sie mir keine besseren? Damit es für mich schwieriger wird? Warum sollte ich? Wenn Sie nicht für faire Bedingungen sorgen wollen, mache ich es. Ich besorge mir jetzt bessere Karten. Viel Glück dabei. Ich mache jetzt mein Magier-Diplom. Sie werden schon sehen. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn überhaupt nicht. So. Hast du bessere Karten? Kann ich dir helfen? Die Stadtwache hat ein Riesensandwich. Wenn ich sie bei so einem Kartenspiel besiege, bekomme ich es. Die Stadtwache hat immer eine Menge leckeres Essen dabei. Aber sie würde es nie riskieren, etwas davon zu verlieren. Sie muss sich verdammt sicher sein, dass sie dieses Spiel nicht verliert. Momentan kann sie es leider auch sein. Herr Schildwache hat viel bessere Karten als ich. Was sind das für Karten? Verschiedene Spielkarten. Alle mit einem Bild und einem Text. Die Rückseiten sind blau mit braunen Linien. Ich glaube, so etwas habe ich schon mal gesehen. Lass mich darüber nachdenken. Na gut. Ich muss mal wieder raus an die frische Luft. Willst du einen neuen Schlachtplan entwerfen? Ich lasse dir Zeit zum Nachdenken. Herr König? Hast du nachgedacht? Ich muss mal wieder raus an die frische Luft. Willst du... Ja, will ich. Du hilfst mir ja nicht, blöde Ratte. So, gehen wir mal rein. So, hier ist nichts. Glaube ich. Karten. Nix Karten. Dieser Raum ist generell mittlerweile nutzlos für uns, oder? Psst. Wilbur, psst. Hier unten. Ach. Ach. Hallo. Was gibt's? Ich habe etwas für dich. Eine Spielkarte? Ich wusste doch, dass ich so ein Ding schon mal gesehen habe. Schwamm bei uns in der Kanalisation. Ist aber trocken geblieben. Sie hat eine Schutzhülle. Siehst du? Es scheint eine besondere Karte zu sein. Tante Mildred hat zumindest erzählt, der Besitzer habe sich vom Turm geworfen, nachdem sie ihm in den Abfluss gefallen war. Hui, danke. Hoffentlich hilft sie dir. Viel Erfolg. Oh, ist aber nur die Hälfte einer Karte. Das könnte eine besonders gute Karte sein. Aber die eine Hälfte wird mir nichts nützen. Dann schauen wir doch mal, ob wir irgendwo die zweite Hälfte herkriegen. Bei dir vielleicht? Hallo, Herr Krämer. Ah, der Söldner. Ich denke, wird auch Zeit. Ich möchte... Was denn? Ich würde gern Karten von Master of Dragon Slayers Defender kaufen. Was ist denn das? Ein Sammelkartenspiel. Man muss gute Karten haben, um zu gewinnen. Und die Karten kann man sich in kleinen Packs nachkaufen. Und du weißt nicht, was in den Packs ist? Nein, man braucht Glück. Irgendwann wird schon mal was Gutes dabei sein. Man muss nur immer wieder kaufen. Tja, bei meinen Ahnen. Was ist? Warum ist mir so etwas nicht eingefallen, als hier noch was los war? Hört sich an wie eine Lizenz zum Goldstanzen. Dann haben Sie wohl keine Karten? Komm nach dem Krieg wieder, da werde ich welche haben. Garantiert. Na toll. Nützt mir aber nichts dann. Könnte ich etwas Essbares kaufen? Brot? Obst? Fleisch? Pah, woher soll das so kommen? Die Bauern liefern nicht in eine Geisterstadt. Und alles, was ich auf Lager hatte, hat sich der verdammte König der Diebe unter den Nagel gerissen. Schade. Ich will doch nichts kaufen. Vielleicht später. Haben wir hier sonst noch was? Dann... Ich muss weiter. Wenn's sein... Tschö, dann gehen wir mal hier zum Onkel. So. Ah, vielleicht können wir ja mit dem... Mit dem Typen... Das ist der Geisterspiegel. Unheimlich.
Können wir nicht mit dem Typen, der sich vom Turm gestürzt hat, sprechen? Schade. Das wäre doch cool. Das sind die Karten, die Herr Schildträger mir gegeben hat. Sie sind viel... Schade. Die Idee war cool. Meister Markus? Ja? Kennen Sie sich mit Kartenspielen aus? Kennen Sie Master of Dragon Slayers Defender? Ja. Hab ich mal eine Zeit lang gespielt, bevor WoB kam. Ich hab aber immer gegen Schildträger verloren, bevor er zur Stadtwache ernannt wurde. Damals war er noch Gehilfe beim alten Pew. Hat mich ständig damit genervt, wie toll er doch sei. Kein Wunder bei den Karten. Ich spiele auch gerade gegen ihn und habe auch keine Chance. Ich hätte nichts dagegen, wenn der gute Bartholomäus von seinem Thron gestoßen werden würde. Hier, das sind die besten Karten, die ich noch habe. Danke, ich stecke sie in mein Kartendeck. Bei der nächsten Partie kann ich sie dann benutzen. Zeig's ihm. Danke! Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Ich mag den. Klar, wenn du meinst. Der ist zwar irgendwie blöd, aber ich mag ihn. Na komm, das kleben wir zusammen. Ich klebe die beiden Kartenhälften mit dem magischen Band zusammen. Das ist eine Toilette. Es funktioniert. Superkarte. Die Karte ist seltsam. Sie hat Noppen und ein eingestanztes Symbol. Die Schrift spiegelt und der Text musste freigerubbelt werden. Diese Karte erlaubt es dir, eine beliebige ausgespielte Karte deines Gegners am Ende der Partie an dich zu nehmen und zu behalten. Wow, das klingt nicht schlecht. So kann ich der Stadtwache nach und nach die besten Karten abnehmen. Das wird ihn gar nicht freuen. Na dann, auf! Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Herr Unterberg. Was wollen Sie? Ich habe tatsächlich eine... Ist das eine besondere Karte? Ich frage nur wegen der Noppen und so. Die ist... Sie ist beschädigt. Sie ist so gut wie neu. Nein, leider... Also leider darf grundsätzlich nicht mit beschädigten oder reparierten Karten gespielt werden. Aber... Ich kenne die Regeln genau. Und ich kann da keine Ausnahme machen. Du darfst die Karte nicht benutzen. Und das haben Sie sich bestimmt nicht gerade ausgedacht? Ach, was? Ich mache jetzt mein Magier-Diplom. Sie werden schon sehen. Komm, du kriegst die verdammte Karte und dafür gibst du mir dein scheiß Sandwich. Das Sandwich wäre genau richtig. Ich mag Herrn Schildträger nicht sonderlich. Ich bin ganz froh, dass ich nichts zu fragen habe. Verdammt. Mit der Superkarte... Hier, friss Schleim! Schrumpfen ist ein widerwärtiges Gefühl. Ich werde... Der Vergrößerungseffekt hält nicht so lange an. Na gut, dann gehen wir wieder runter. Verdammt! Das erzählen wir Meister Markus. Meister Markus? Ja? Wie gut, dass wir keine Petze sind. Herr Schildträger sagt, mit einer reparierten Karte dürfte ich nicht spielen. So? Sagt er das? Das wage ich zu bezweifeln. Was ist das? Das sind die offiziellen Spielregeln. Und hier steht, man kann eine Karte in beliebigem Zustand verwenden, sofern mindestens 51% der Karte vorhanden sind und man die Schrift lesen kann. Das heißt? Dass die Karte völlig in Ordnung ist und das kleine Wiesel seinen Rauswurf aus der Spielervereinigung riskiert, wenn er deine Herausforderung nicht annimmt. Nimm das Buch und halte es ihm unter die Nase, Wilbur. Mit dem größten Vergnügen. Danke! Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche.
klar, wenn du meinst. Ich wusste, dass auf ihn Verlass ist. So, dann schnell. Schnell zu diesem miesen Wiesel. Aber wie er auf die Regeln reagiert, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao.